Gut, wir machen eine Übung zu quadratischen Gleichungen und Funktionen. Wir wollen Graphen skizzieren. Gegeben ist Folgendes. Es gibt eine Nullstelle x01, die heißt minus 2,1 und eine Nullstelle, ich schreibe es mal waagerecht hin, x02, die sei 3. Daraus wollen wir einen Graphen skizzieren. Also gesucht ist letzten Endes der Verlauf des Graphen. Na denn. Ich drücke Pause und danach sehen wir uns wieder. Wenn ich mir das Ding angucke, muss ich auf jeden Fall erstmal die Linearfaktorenform bilden. Denn die brauche ich dann, um letzten Endes den y-Wert für den Scheitelpunkt auszurechnen. Ich kann hier noch nicht losskizzieren. Also schreiben wir auf, das müsste sein, ach ja, x plus 2,1 in Klammern mal x minus 3 in Klammern. Sind wir uns einig? Ja. Gut, haben wir das. Jetzt sagen wir, da ja der Graph sowieso ein symmetrischer ist, wir bilden den Durchschnitt zwischen den beiden Nullstellen. Denn zwischen den beiden Nullstellen, wegen der Symmetrie, liegt genau der x-Wert des Scheitelpunktes. Wenn ich hier sage, hier ist die Mitte, hier ist die eine Nullstelle, hier ist die andere, dann weiß ich, der Scheitelpunkt liegt genau da in der Mitte, x-mäßig. Y-mäßig rechnet man aus, indem wir einsetzen. Der Durchschnitt zwischen beiden ist 2,1 nach links und 3 nach rechts, also kann ich in diesem Fall sagen, der ist entweder, ich rechne die ganze Strecke, aber dann kriege ich ein Problem, oder ich ziehe das gleich zusammen. Das wäre 0,9 durch 2, also 0,45. Wir hätten also schon mal den Wert, den x-Wert des Scheitelpunktes. Das wäre 0,45. So, den y-Wert brauchen wir noch und den setzen wir hier ein. F von 0,45 ist dann ganz einfach 0,45 eingesetzt plus 2,1 mal in Klammern 0,45. Wir müssen hier den gleichen Wert nehmen, minus 3. Das ausrechnen und worauf kommen wir dann? So, und jetzt haben wir den Wert ausgerechnet. Das ist dann echtes Rechnen und wir haben raus, die y-Koordinate ist minus 6,5025. Jetzt gehen wir ans Skizzieren. Ich mache mal eine kurze Pause und male das schon mal hin. So, jetzt, der Wert ist also 0,45 und minus 6,5. Besser können wir es nicht malen. 0,45 und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und halb nach unten. Genauer wird es hier nicht. Hier an der Stelle ist der Scheitelpunkt. Jetzt müssen wir noch die Nullstellen einmalen und die hießen ja minus 2,1 und 3. Minus 2,1, das wird hier, und 1, 2, 3, das werden hier die Nullstellen sein. Und jetzt geht's los, Graphen malen und fertig. So, damit hätten wir es. Der Vollständigkeit halber, und das werde ich grundsätzlich verlangen, ich mache das mal direkt rot, was ich grundsätzlich verlangen werde. Wenn ihr dann den Graph malt, schreibt ihr hier ran x01, x02 und den Wert, wenn es nötig ist, in diesem Fall ist es nicht nötig. Hier, wenn es nötig ist, den Wert. Ansonsten eindeutig kennzeichnen. Es, was denn? Sollner Quatsch. Wenn es nötig ist, das kann manchmal gefragt werden, hier an dieser Stelle, das y0 und den entsprechenden Wert. Wie gesagt, wenn es gefragt ist, also kurz anzeigen und zeigen, was damit gemeint ist. Das muss damit ran. Grundsätzlich x und y. Grundsätzlich die Einteilung, damit man weiß, was ihr überhaupt gemacht habt und so weiter. Solche Dinge. Die Einteilung kann anders sein, das haben wir geübt. Noch Fragen dazu?